Heute, ich werde dir ein paar sehr spezielle Übungen zeigen, die nicht viele kennen oder benutzen. Das sind die Arpeggio von Carl Flaesch. Und wenn du die nicht regelmäßig übst, dann du wirst sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, dein Stück richtig zu spielen. Und im Gegenteil, die Professionellen üben diese Übungen sehr regelmäßig. Hi, mein Name ist Anton Morales. Ich bin professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. So, diese Übungen, die ich dir heute zeigen werde, kommen eigentlich von, ja, diesem riesigen Buch. Aber ich empfehle dir, das nicht zu kaufen, weil das eigentlich sehr schwierige Übungen, die wirklich für Professionelle sind. Aber ich habe das ein bisschen einfacher gemacht, damit es für dich sehr effektiv sei. Und ich zeige dir hier genau, was du brauchst. So, es gibt insgesamt sechs Arpeggio und hier ist der erste. Erstmal kurz, was ist ein Arpeggio? Es ist einfach zum Beispiel an der Gitarre oder der Klavier, du hast Akkorde, das sind mehrere Töne zusammen, zum Beispiel sowas, aber gleichzeitig. Und ein Arpeggio, das ist einfach, wenn du diese Töne nacheinander spielst, statt die gleichzeitig zu spielen. Und wenn du ein Stück analysierst, du wirst sehen, dass ein großer Teil davon auf Arpeggio besteht. Ein großer Teil besteht auf Tonleiter und ein anderer Teil auf Arpeggio. Deswegen, das ist sehr sinnvoll, diese Arpeggio einzeln zu üben. Okay, so hier, das sind für den Tonart G-Dur sechs Kombinationen. Das ist hier, die du siehst, das ist die erste. Ich sage dir, das ist eigentlich G-Moll. Ich sage dir das einmal schnell, es ging so. So, das ist das erste. Am wichtigsten hier, das ist auch nicht nur die Arpeggio irgendwie zu spielen, das ist wie du die übst, ja? Egal was du machst, was zählt das nicht, welche Übungen du machst, sondern wirklich, wie du diese Übungen übst. Ich empfehle dir solche Übungen erstmal was sehr basic. Das ist, die erstmal im Halbes zu üben, dann in Viertel und dann am Ende in Achtel, ja? Aber jedes Mal überprüfe, dass du genau dasselbe Tempo behältst und dann immer zweimal schneller. So, jetzt ich zeige dir dem zweiten Arpeggio. Ja. So. So, hier ist das zweite Arpeggio. Das hier, das ist einfach G-Dur, ja? Das ist die zweite Variation. Bei dir, das macht so. So, hier was Wichtiges, ja? Während du alle diese Übungen machst, besonders beim Arpeggio, du musst auch aufpassen, dass du immer die Finger auf die Saite so lange wie möglich hältst, ja? Das bedeutet hier, ich werde zum Beispiel die ganze Zeit, zum Beispiel, wenn ich von G zu H spiele, also hier, ich werde den dritten Finger auf die Saite lassen. Ich werde nicht so machen, weil das ist sehr, sehr unstabil, ja? So immer, bevor immer die Finger auf die Saiten lassen, so lange wie möglich, ja? Weil dem letzten Ton, das ist immer der Ankerpunkt, um den nächsten Ton zu spielen. Das ist sehr wichtig. Und ich werde dir noch ein paar Tipps geben, aber erstmal, nächste Arpeggio ist der folgende. Folgende. So, wenn du das analysiert hier, das ist eigentlich ein E-Moll-Akkord, ja? Aber das fängt mit G, weil unsere Tonart, um zu üben, ist G-Dur. So, ich spiele dir das kurz. Und genau, das ist eigentlich ein E-Moll-Akkord, aber was zählt, das ist, dass er mit G anfängt. Ja? Und du wirst all diese Akkorde auch dann transponieren können, ja? In jede mögliche Tonart. Ja? Aber genau, so nicht im Dur und Moll, aber eigentlich, du kannst hier, wir fangen immer von G, du könntest mit jeder Halbton anfangen. Ja? Also es gibt 12 Möglichkeiten insgesamt. So, ich zeige dir jetzt der nächste und ich zeige dir auch ein paar Tipps für Fortgeschrittene auch gleich. So, wir sind hier erstmal ein kleines, so, ich spiele dir das einmal, das ist dieses Mal, wir haben C-Moll eigentlich, aber fängt mit G, die Quinte. Ja, erstmal, du merkst, dass es ein C gibt am Ende, ja, das gar nicht
passt im ersten Lage, ja? Nur das als Verlängerung machen, ja? Das ist immer wichtig, regelmäßig Verlängerung zu üben, weil in vielen Stücken man braucht die einfach, ja? Das ist dann viel einfacher. Also gehen einfach mit Verlängerung, ja? Für die, die das nicht kennen, das ist einfach, du stellst deinen Finger einfach gestreckt. Dann wird der Finger, statt H zu spielen, wird dann ein C spielen, ein bisschen gestreckt. Aber die Hand bleibt ganz normal im ersten Lage. Das ist nur der Finger, der gestreckt wird. Und der Seitefinger bleibt auf die Seite die ganze Zeit. So, nächste Akkorde und noch ein paar Tipps. Nächste Akkorde, das ist der. Der ist sehr schön. Das ist dieser G-verminderte Akkord. Verminderte Akkord ist das, weil das ist eigentlich... Weil dieser Akkord ist eigentlich ist ein Akkord, das du sehr in romantische Musik findest. Ja? Du hast auch oft auf diese Weise. Genau, sowas. So, es gibt oft in romantischer Musik dieses Muster. Das klingt sehr schwierig, aber ist eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich nur das. Das sind immer kleine Terzen, genau denselben Intervall, der sich die ganze Zeit wiederholt. Ja? Und dann das ergibt das. Es ist sehr nützlich, das zu üben. Und genau, und jetzt kommt noch ein letzter Akkord, der auch sehr wichtig ist. Das ist hier, genau, das sind die eigentlich das über dann zwei Oktave. Und ich gebe dir dann noch einen Tipp. So. So, wichtig, das ist auch diese Akkorde immer hinunter zu spielen, ja? Das bedeutet auch nach unten. Und diese Akkorde hier, das ist der Septime, ja? Du hast die drei Töne und dazu ein Septime. So, jetzt, du hast die sechs, das waren die sechs Arpeggio, was wichtig ist, das ist so diese unterschiedlichen Kombinationen zu üben und das regelmäßig. Ich sage dir aber gleich, auch, wo du die einfach die Noten herunterladen kannst. Ja, genau. Wenn erstmal dir das Video gefallen hast, dann bitte lass es mir wissen. Klick einfach auf dem Daumen hoch, gefällt mir und abonniere dich meinem YouTube-Kanal. Ich würde auch gerne von dir wissen, ob Zoom regelmäßig Tonleiter oder Arpeggio oder gar nicht. Lass mir das einfach in dem Kommentar unter dieses Video wissen. Und genau, wenn du diese Noten herunterladen kannst, ich habe einfach einen direkten Link, steht unter das Video. Da kannst du die direkt herunterladen. Und sonst, genau, wenn du große Vorstellungen der Geige machen willst, ich habe jetzt, es gibt die zweite Auflage von meinem Buch, Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Es wurde schon innerhalb eineinhalb Jahr, also das macht eigentlich schon ein paar Monate, dass es so ist, dass die 1000 erste Exemplare wurden verkauft. Und jetzt, das ist die zweite Auflage. Und du kannst es kostenlos auf meiner Website bestellen. Du musst nur die Portokosten zahlen. So, ich wünsche dir noch viel Spaß und danke fürs Zuhören. Tschüss!